Herzlich willkommen und ein freundliches Hallo hier aus Berlin, aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf der virtuellen Hannover-Messe 2021. 2 Jahre ist es inzwischen her, da haben wir uns ganz analog gesehen auf dem Messestand in Berlin. Und wenn Sie schon mal dort waren, finde ich immer wieder faszinierend zu sehen, gerade auf dem Stand des Bundeswirtschaftsministeriums, wie vielfältig, wie unterschiedlich und wie breit tatsächlich dieses Haus aufgestellt ist mit den unterschiedlichsten Technologien, mit den unterschiedlichsten Förder- und Beratungsprogrammen. Wir wollen Ihnen einige dieser Projekte, Initiativen und Programme vorstellen, heute im Laufe dieses Tages noch in Form eines Livestreams. Industrielle Transformation ist das Schlagwort, ist die Überschrift über der diesjährigen Hannover-Messe. Und da sind wir natürlich ganz schnell auch beim Thema Digitalisierung. In unserem nächsten Slot, in den nächsten 20 Minuten, wollen wir sprechen über die Qualitätsinfrastruktur als Vertrauensanker in der Digitalisierung, die sich logisch, das ist eine Binsenweisheit, immer schneller voran entwickelt. Dadurch verändern sich natürlich Produkte, es verändern sich Prozesse und das mit steigender Geschwindigkeit. All das stellt natürlich das etablierte System, was das Thema Qualitätsinfrastruktur angeht, vor große, vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig sind es aber eben nicht nur Herausforderungen, sondern auch große Chancen. Und mit diesem hoffnungsvollen Stichwort möchte ich direkt mal übergeben an Alexandra Horn, die Leiterin der Mittelstandsförderung beim Deutschen Institut für Normung. Auf welchem Stand der Entwicklung, Frau Horn, sind wir denn? Ja, vielen Dank für die Überleitung. Das werden wir gleich im Panel diskutieren, wo wir stehen. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite an unsere digital zugeschalteten Zuschauer und Zuhörer und vor allen Dingen an unser hochkarätig besetztes Panel, das ich Ihnen gleich zu Beginn vorstellen möchte. Dr. Stefan Finke, er ist Geschäftsführer der Deutschen Akkreditierungsstelle, die DAX. Guten Tag. Professor Dr. Frank Hertig, er ist Vizepräsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die BTB. Ja, auch schönen guten Tag von mir. Professor Dr. Ulrich Panne, er ist Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, die BAM. Guten Tag miteinander. Michael Teigeler, Geschäftsführer der DKI, Deutsche Kommission Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik in DIN und VDE. Ja, schönen guten Tag. Und Christoph Winterhalter, Vorsitzender des Vorstandes Deutsches Institut für Normung. Auch von meiner Seite. Ja, mein Name wurde schon erwähnt, Alexandra Horn. Ich bin Leiterin für KMU und Verbandskooperationen bei DIN und werde dieses Panel heute moderieren. Mit unseren Panelisten sind die zentralen Organisationen unserer bewährten Qualitätsinfrastruktur heute zusammengekommen, um folgende Punkte zu diskutieren. Was muss eine Qualitätsinfrastruktur im digitalen Zeitalter leisten? Wie kann sie gemeinsam gestaltet werden? Und welche Vorteile kann eine innovative und zunehmend digitale Wirtschaft daraus ziehen? Die QI basiert nämlich auf bewährten Instrumenten über viele Jahre, wie zum Beispiel das Messwesen, die Normung und Standardisierung, Konformitätsbewertung, Akkreditierung, Marktüberwachung. Sie alle bilden gemeinsam unsere Qualitätsinfrastruktur und sie alle stehen für Made in Germany, eine international anerkannte Marke für Qualität und Sicherheit. Sie stehen für Schutz von Gesundheit und Umwelt. Auf Initiative des BMWi ist nun ein groß angelegtes Projekt entstanden, QI Digital. Und dahinter steht die Frage, wie können wir unsere Qualitätsinfrastruktur im digitalen Zeitalter anpassen und vor allen Dingen weiterentwickeln. Ich freue mich daher sehr, mit Herrn Janssen aus dem BMWi einen Vertreter dieses Hauses für ein Grußwort begrüßen zu dürfen, denn das BMWi unterstützt die Weiterentwicklung der Qualitätsinfrastruktur zu QI Digital. Herr Janssen, vielen Dank, dass Sie nun ein paar einleitende Grußworte zu diesem Projekt an uns richten werden. Ja, liebe Frau Horn, sehr geehrte Herren, sehr geehrte Damen und Herren. Erstmal freue ich mich sehr, dass heute die wesentlichen Stakeholder der Qualitätsinfrastruktur in Deutschland mit BAM, PTB, DIN, DKE, DAX zusammengekommen sind, um auch zu dokumentieren, dass sie den strategischen Handlungsbedarf erkannt haben. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Vor 150 Jahren, sozusagen im Herzen der industriellen Revolution, da hat die Qualitätsinfrastruktur erste Formen angenommen. Die Vorgängerinstitutionen PTB und BAM wurden gegründet und man hat es mit diesen
Beginn der Qualitätsinfrastruktur geschafft, Neudeutsch ein Game Changer zu bringen. Made in Germany war ein Malus. Man hat sozusagen versucht, da die deutschen Produkte entsprechend dem negativen Urteil dann auch zu brandmarken. Und mit der Qualitätsinfrastruktur und mit den Unternehmen, mit den innovativen Unternehmen, hat man Made in Germany zu einem Bonus gemacht. Und wir sind jetzt in keiner minderen Herausforderung. Wir nennen das zwar nicht Revolution, wir nennen es Transformation, das kommt dem auch ganz nahe. Aber wir haben diesen Wechsel von komplizierten hin zu komplexen, dynamischen, vernetzten Prozessen sozusagen zu vollziehen. Und da müssen Messwesen, Normungsstandard, Konformitätsbewerbung, Akkreditierung, Marktüberwachung auf der Höhe der Zeit auch mitarbeiten. Und wir müssen einerseits sozusagen, wir brauchen die Einzelstars, jeder für sich, jede Institution muss diesen Digitalisierungsprozess beherrschen, aber genauso wichtig ist, wir brauchen diese Teamleistung durch diese Vernetzung, durch die Komplexität. Und deswegen freue ich mich, wie und das BMWI freut sich besonders, dass die Akteure das erkannt haben, diese strategische Weitsicht sozusagen auch mit QI Digital, mit diesem Projekt untermauern. Wir als BMWI sehen uns da insbesondere als Plattform. Wir wollen diesen Prozess auch flankieren, denn die QI, die Qualitätsinfrastruktur, ist ein ganz wesentlicher Baustein unseres Innovationsökosystems und damit letztlich auch für die Wettbewerbsfähigkeit, für die Unternehmen. Und aber eben, Sie haben es auch gesagt, Sicherheit, Schutz, Verbraucherschutz auch für die Menschen. Ich freue mich daher sehr auf die Veranstaltung heute und bin gespannt. Und herzlichen Dank gebe ich zurück zu Ihnen, Frau Horn. Wunderbar, vielen Dank, Herr Janssen. Dann schauen wir doch gleich in die Wirtschaft. Wir sehen, die Prozesse verändern sich, die Produkte verändern sich. Es ist zunehmend digital, es ist zunehmend vernetzt und wir haben zunehmend KI-basierte Produkte. Herr Professor Hertig, das System der Qualitätsinfrastruktur ist sehr gut etabliert, wir haben es gehört, und in der Vergangenheit bewährt. Doch wo steht QI heute? Sind wir fit für das 21. Jahrhundert? Ich würde das so sehen, wir sind auf einem hervorragenden Weg. Die Bausteine der Qualitätsinfrastruktur und die Art und Weise, wie sie komplex ineinandergreifen, sind inzwischen ausgehend unter anderem von Deutschland seit über 150 Jahren, wie Herr Janssen gerade gesagt hat, weltweit etabliert und international anerkannt. Damit bilden sie eine exzellente Grundlage, um Qualität und Sicherheit für innovative Produkte und Dienstleistungen zu erreichen. Die digitale Transformation und Herr Janssen, vielleicht doch eine kleine Revolution zumindest, stellt jedoch mit den neuen vernetzten, hochkomplexen Produkten wie beispielsweise autonomes Fahren oder vernetzte Produktion vollkommen neue Anforderungen an traditionelle QI und damit große Herausforderungen, denen wir an die Qualitätsinfrastruktur stellen. Dabei können wir neben den inhaltlichen Vorarbeiten der einzelnen Qualitätsinfrastrukturakteure auch auf eine starke internationale Vernetzung aufbauen. Alle QI-Akteure haben entsprechende Counterparts in anderen Nationen und ein internationales Netzwerk. In der Metrologie ist dies die internationale Metakonvention. Die Mitglieds- und assoziierten Staaten decken dabei ca. 98% des Weltbruttosozialproduktes ab. Hier koordiniert die PDB eine Taskgroup zur digitalen Transformation im Messwesen. Auf europäischer Ebene gibt es ähnliche Gruppen, die aktuell ebenfalls von uns koordiniert werden. Deutschland wird hier im Moment international als führend wahrgenommen. Dies werden wir nutzen, um die Qualitätsinfrastruktur international zu etablieren und damit der deutschen Wirtschaft weitgehend den Zugang zum internationalen Markt zu erleichtern. Ja, vielen Dank, Herr Professor Hertig. Das klingt ja so und das ist ja auch, dass die Infrastruktur da ist. Wir haben alles, was wir brauchen. Herr Professor Panne, wie geht nun die Initiative hier vor, die Initiative QI Digital? Wie kann sie hier helfen? Wie wird sie arbeiten? Ja, wenn Sie sich hier auf der Messe umschauen, sehen Sie das hohe Innovationspotenzial gerade in der deutschen Industrie für die Digitalität. Und essentiell um zunehmend digitalisierte Verfahren und Produkte am Markt zu etablieren, ist Vertrauen in der Sicherheit, denn Sicherheit macht erst Märkte. Dafür brauchen wir eine moderne und effiziente Qualitätssicherung und das ist die Mission von QI Digital. Wir bieten gemeinsam mit diesem Konsortium Hand in Hand mit der Industrie und diversen Stakeholdern ganzheitliche Lösungen an, welche neue Technologien und Innovationen unterstützen, um sie in der Breite wirtschaftlich wirklich nutzbar zu machen.
Und dabei wollen wir natürlich auch selbst von der Digitalisierung in der Qualitätssicherung profitieren. Doch ist natürlich die Frage, wie gehen wir konkret vor? Wir schaffen im Rahmen von QI digital ein gemeinsames Fundament, digitale Infrastrukturen, beispielsweise Smart Standards, eine sichere Cloud für die QI, die durch einen entsprechenden Rechtsrahmen aber auch ergänzt wird. Aber ein wesentliches Anliegen der Initiative ist es, praxisnah zu sein, ganz konkrete Lösungen anzubieten für die Bedarfe der Wirtschaft. Dazu entwickeln wir spezifische Technologien und Anwendungen, offene Testumgebungen, in denen auch gemeinsam mit AnwenderInnen geforscht und entwickelt wird. Eine zweite und genauso wichtige Säule der Initiative ist der Transfer dieser Lösungen in die Wirtschaft. Lass mich das jetzt noch einmal an zwei Beispielen wirklich anschaulich machen. Die additive Fertigung ist ein wichtiger Baustein in einer vernetzten Produktion in der Industrie 4.0. Der 3D-Druck hat aber auch längst den Consumer-Bereich erreicht. Wie können wir jetzt dafür sorgen, dass ein individuelles, also einmal gedrucktes, 3D-gedrucktes, hochkomplexes Bauteil sicher ist und den Anforderungen entspricht? Verfahren aus der normalen Produktion greifen hier nicht oder sind nicht wirtschaftlich. Gerade KMUs fehlt es hier an praktikablen, kosteneffizienten Lösungen. Und das ist ein echtes Innovationshemmnis. Hier wollen wir mit QI digital ansetzen. Mit der 150-jährigen Erfahrung, die die BAM in der Materialforschung hat, bauen wir für die additive Fertigung im Rahmen von QI digital mit unseren Partnerinnen ein offenes Kompetenzzentrum für den Mittelstand auf, in dem wir die gesamte Prozesskette abbilden. So bieten wir im Dialog mit den Stakeholdern einen Ansatz für eine Qualitätssicherung, die gerade der Mittelstand für diese Technologie so dringend braucht. Dieses Fallbeispiel zeigt, glaube ich, sehr gut unseren gesamtheitlichen Ansatz in diesem Konsortium von der technischen Entwicklung über die Entwicklung smarter Standards bis hin zur Zertifizierung. Zweites Beispiel ist die Wasserstofftechnologie, also der wichtigste Baustein für die Energiewende in Deutschland. Im Kompetenzzentrum für sichere Wasserstofftechnologie bieten die BAM digitale Lösungen für Online-Monitoring von Wasserstofftankstellen an und wir unterstützen so auch in diesem Konsortium hin den Übergang zu einer wasserstoffbasierten Mobilität. Das trägt zu mehr Sicherheit, zu Vertrauen, aber auch zu Wirtschaftlichkeit beim Hochfahren dieser Technologie bei. Wir wollen mit diesem Konsortium mit QI Digital eine praxisrelevante Plattform schaffen, ein Qualitätsnetzwerk in Deutschland, aus dem ganz konkrete Lösungen entstehen. Und wir möchten die Unternehmen in Deutschland ausdrücklich einladen, sich einzubringen mit ihren Bedarfen und Ideen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Panne. Sie haben da ganz wichtige Punkte genannt, nämlich den Praxisbezug, der Bezug zur Wirtschaft, der Bedarf auch aus der Wirtschaft. Herr Professor Hertig, ich darf noch mal die Frage an Sie jetzt richten. Wir haben Beispiele gehört von Herrn Professor Panne, Wasserstoffadditive Fertigung. Wie sieht es denn im Bereich KI aus? Wie arbeiten Sie dort, Stichwort Metrologie und KI, wie kann man dort Vertrauen messbar machen? Wir müssen Digitalisierung auch nutzen können, um den Erwartungen der Gesellschaft und Wirtschaft gerecht zu werden. Digitale, maschinenlesbare Zertifikate und Cloud-Lösungen, an denen wir bereits arbeiten, sind hier nur der Anfang. Wir müssen auch noch mehr Anstrengungen unternehmen, um vor allem auch die komplexen Prozessabläufe, die hinter einer funktionierenden Qualitätsinfrastruktur stehen, insgesamt schneller, effizienter und agiler zu machen. Digitalisierung ist eigentlich hier nur die notwendige Voraussetzung. So wie die anderen Akteure der Qualitätsinfrastruktur auch, hat die PDB diese Bedarfe erkannt und stellt sich den Herausforderungen. Wir haben 2017 eine umfassende Digitalisierungsstrategie erarbeitet, die wir seitdem mit großem Einsatz konsequent umsetzen und weiterentwickeln. In QI Digital verzahnen wir dies nun mit den Aktivitäten der anderen Akteure und entwickeln diese gemeinsam weiter. Dafür brauchen wir zum Beispiel unsere Metrology Cloud oder QI Cloud mit Anbindung an Gaia X. Gleichzeitig entwickeln sich die Produkte und Dienstleistungen im Zug der Digitalisierung rasant weiter.
Das stellt auch die Metrologie vor große Herausforderungen. Zu erhalten, nicht nur einzelne Messgeräte, Anbindung ans Internet und an Software und alle weiteren digitalen Medien. Wir müssen auch weiterdenken, dass wir es mit komplexen Systemen haben, die zunehmend ineinandergreifen. Beispielsweise Smart Home, Smart Cities, Smart Production. Diese agieren auf Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden vernetzten Messgeräten. Diese werden auch zu Gamechangern, diese Technologien. Hierauf müssen wir reagieren. Daher haben wir zum Beispiel in der PDB eine Kompetenzgruppe zur künstlichen Intelligenz in der Medizin ins Leben gerufen. Ziel ist es, den Markteintritt für Medizinprodukte mit künstlichen Intelligenzanteilen zu erleichtern, indem wir Beurteilungsmethoden und Referenzdaten entwickeln. Dabei müssen wir vor allem in der Lage sein, Vertrauen in diese Technologie zu erzeugen. Künstliche Intelligenz als Schlagwort ist in aller Munde und findet immer mehr Anwendung. Gleichzeitig bestehen jedoch erhebliche und durchaus berechtigte Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit von Verfahren aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Eine moderne Qualitätsinfrastruktur muss daher unbedingt auch in der Lage sein, sowohl Produkte mit KI-Anteilen als auch die Methoden, Verfahren und Algorithmen selbst bewerten zu können. Nur so kann aus KI Made in Germany ein wirklich anerkanntes Qualitätssiegel werden, auf das auf unseren europäischen Rechtsstandards beruht und damit letztlich diese Produkte auch weltweit konkurrenzfähig macht. In QI Digital beginnen wir dies im Bereich der Medizinprodukte. Dort ist das Vertrauen besonders wichtig. Wir verzahnen diese Arbeiten, aber auch gleichzeitig mit einer allgemeinen KI-Strategie Metrologie für Vertrauen in KI bei uns selbst. Das sind ganz wichtige Stichworte. Sie haben jetzt auch gezeigt, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, dass Sie die Zeichen der Zeit erkannt haben. Herr Winterreiter, Herr Teigler, kommen wir nun auf die Normung. Weil wir haben ja gesagt, wir haben 5 Akteure, jeder hat stellt einen wichtigen Baustein dar. In der Normung werden wir erst aktiv, wenn die Wirtschaft auf uns zukommt. Dann erst können wir auch aktiv werden. Welche Erwartungen muss eine QI digital erfüllen? Welche Rolle kommt hier der Normung zu? Wissen Sie, bei allen Weiterentwicklungen der Qualitätssicherung für die Wirtschaft im 21. Jahrhundert geht es darum, dass der Wirtschaft ein effektives System zur Seite gestellt wird. Die Wirtschaft braucht eine Qualitätsinfrastruktur, am besten unsichtbar und gefühlt aus einer Hand. Also unsere Leistungen müssen sich nahtlos in deren Prozesse integrieren lassen und das immer up to date. Also QI Digital ist mehr als die Summe seiner Teile, also unserer jeweiligen Digitalisierungsbestrebungen. Wir müssen uns tatsächlich gemeinsam mit der Wirtschaft digitalisieren. Sonst arbeiten wir an den Bedürfnissen vorbei. Und dazu braucht es eine gemeinsame DNA. Und in diesem Sinne wird es zum einen neue und angepasste Normen für Metrologie, für Akkreditierung, für Konformitätsbewertung geben, welche gemeinsam aus den Aktivitäten der Initiative abzuleiten sind. Zum anderen wird es aber eine Vielzahl an angepassten und neuen Normen im Sinne der Anforderungen an Produkte und Prozesse geben. Gerade eben neuartiger Produkte der digitalen Welt. Und hier sind beispielsweise Aktivitäten von DIN und DKE im Umfeld Normungsroadmap künstliche Intelligenz, aber auch zu Themen von IT-Sicherheit, das immer mitgedacht werden muss, Industrie 4.0 oder auch Circular Economy exemplarisch zu nennen. Und in diesem Sinne ist auch wichtig zu verstehen, QI Digital braucht neben den hier vertretenen Organisationen viele weitere aktive Stakeholder, die Prüforganisation, das BSI, die Marktüberwachung, und vor allem die Anwender. QI Digital ist dabei ein Label, eine Vision, die für alle tragen kann. Herr Teigler, möchten Sie das vielleicht noch mal aus der DKE-Perspektive ergänzen? Ja, natürlich, gerne. Wie sieht die Zukunft aus? Ich würde es mal so ausdrücken, ein maßgeblicher Baustein für diese Vision, an der wir als DIN und DKE gemeinsam arbeiten, ist letztendlich die Digitalisierung dieser erwähnten DNA, also der zugrunde liegenden Normen und Prozesse selber. Denn wenn Anwendungen, Produkte und auch sogar Produktprüfungen voll digital ablaufen und voll digital werden, muss natürlich auch die Norm folgen und schließlich auch komplett digital vorliegen.
Seit einiger Zeit arbeiten wir an der Digitalisierung der Normung und haben zwischen DKE und DIN eine Initiative gegründet zur Digitalisierung der Norm. Die Initiative Digitaler Standard, kurz IDIS genannt. Auf dem Weg zur digitalen Norm bedarf es natürlich einer umfassenden Weiterentwicklung und digitalen Transformation der heute bekannten Normung, Normenerstellung und der Normenanwendung. Wie das genau gehen soll, haben wir in einem ersten IDIS White Paper niedergeschrieben, das auch am Montag hier im Rahmen dieser Hannover-Messe vorgestellt wurde und bei DKE und DIN frei herunterladbar ist. Also wer Interesse hat, kann sich das gerne mal anschauen. Diese neue Vorgehensweise bietet das Potenzial, die heute schon 17 Milliarden Euro jährlichen Einsparungen durch Normen und Standards in Deutschland noch weiter spürbar zu steigern. DKE und DIN haben gemeinsam mit der Industrie verschiedene Szenarien entwickelt, die unterschiedliche Reifegrade, sogenannte, ich sag's mal, als Maturity Levels bezeichnet werden. Und die zeigen bezüglich Lesbarkeit, Umsetzbarkeit, Interpretierbarkeit von Normen, zeigen die sozusagen die Kriterien auf. Die verschiedenen Level beschreiben hier die einzelnen Entwicklungsschritte von einem einfachen PDF, was an sich eigentlich genau genommen nur digitalisiertes Papier ist. Und genau das meinen wir natürlich nicht mit der digitalen Norm, bis hin zu maschinenlesbaren Normen oder gar maschinensteuerbaren Inhalten. Das wäre natürlich dann letztendlich der letzte Entwicklungsschritt, die höchste Entwicklungsstufe. Wir wandeln uns sozusagen von bedrucktem Papier hin zu digitalen PDF. Und auch das wird sicherlich verschwinden. Und letztendlich werden wir dann Normeninhalte in Zukunft als, ich sage es mal, unsichtbare digitale Inhalte in Datenbanken dem Anwender angeboten. Man könnte fast sagen, die Anwendung von Normen ist dann erst erfolgreich, wenn wir das fertige Produkt in den Händen halten und die Norm darin eingeflossen ist, ohne dass man es gemerkt hat. Also das ist sozusagen das Stichwort Normung by Design, Herr Winterhalter. Das war auch nochmal ein Stichwort von Ihrer Seite, dass man die Normung gar nicht mehr spürt, dass sie einfach da ist und funktioniert. Absolut. Ich meine, das muss unser Anspruch sein. Wir müssen es hinbekommen, die Digitalisierung und die Entwicklung der Qualitätssicherung organisations- und ressortübergreifend zu gestalten. Und weil die Qualitätsinfrastruktur international funktionieren muss und jeder Einzelne von uns international höchste Anerkennung genießt und großen Einfluss hat, haben wir die Verpflichtung, auch länderübergreifend zu wirken und Vorbild zu sein. Das heißt, hier prägend auszuwirken auf letztendlich europäische und internationale Organisationen der Qualitätsinfrastruktur. QI Digital wird auch zum Ansatzpunkt und, wir haben es schon gesagt, zum Gamechanger für viele weitere Themen. Ich denke da beispielsweise auch die Umsetzbarkeit von Lieferkettengesetz, das Thema Ressourceneffizienz, Circular Economy oder technologische Souveränität Europas, weil wir diejenigen sind, die am besten wissen, wie man im Digitalen Qualität sicherstellt und somit Vertrauen schafft. Diese Initiative hier, diesen Angebot und eine Einladung an alle Stakeholder in Deutschland und in Europa, zum Vorreiter im Handling der digitalen Transformation zu machen. Und es geht letztendlich darum, auch in der digitalen Welt Qualität zu sichern und dadurch Vertrauen zu schaffen für neue Technologien und Chancen, die uns diese digitale Welt bietet. Das ist auch das Stichwort, das ich gerne aufnehme. Qualität sichern. Das ist ein Player, den wir noch nicht haben zu Wort kommen lassen, die DAX, Herr Dr. Finke. Sie sind sozusagen die unabhängige Akkreditierungsstelle. Sie weisen nach, dass Konformitätsbewerter ihre Tätigkeiten fachlich kompetent unter Beachtung gesetzlicher sowie normativer Anforderungen auf international vergleichbarem Niveau erbringen. Sie prüfen also die Prüfer. Jetzt Stichwort KI. Prüft künftig die KI die Prüfer? Nein, Frau Horn, das ist sicherlich so nicht richtig, denn die Akkreditierung, also die staatliche Prüfung der Prüfer, wird ganz im Gegenteil immer wichtiger, je mehr Prüfungen selbst digitalisiert werden oder Produkte oder digitale Dienste zu bewerten sind. Ich will Ihnen dazu ein Beispiel aus der Pathologie geben, zum Beispiel das Thema Brustkrebserkennung. Das ist schon lange eine akkreditierte Untersuchungsleistung, in der bisher Pathologen, also ausgebildete Fachleute, die Auswertung der Bilder vorgenommen haben. Seit einiger Zeit wird diese Tätigkeit aber zunehmend von KI-Systemen unterstützt und zum Teil auch übernommen. Und das ist für uns als Akkreditierer natürlich eine erhebliche Herausforderung,
Denn es stellt sich für uns nun die Frage, was akkreditieren wir denn eigentlich da tatsächlich? Bisher war das ganz einfach. Es war ein Labor oder es war die Kompetenz der dort beschäftigten Fachleute. Aber in Zukunft akkreditieren wir eine künstliche, selbstlernende Intelligenz? Und wenn ja, was wären denn dafür eigentlich die Kriterien? Und eine vergleichbare Situation haben wir auch bei anderen komplexen Produkten wie autonomen Fahren oder Cloud-Systemen. Auch hier funktionieren die bislang bewährten Methoden der Konformitätsbewertung, die ja viele Jahre sehr souverän funktioniert haben, aber eben genau nicht mehr in der gleichen Weise wie früher, sondern wir müssen uns mindestens in Teilen darüber Gedanken machen, wie das zukünftig funktionieren kann. Dazu kommen weitere Fragestellungen wie Prüfung nach digitalen Normen, die Herr Teigler eben erwähnt hat. Wenn es keine schriftliche Norm, kein PDF mehr gibt, sondern es tatsächlich alles unsichtbar im Hintergrund passiert, wie kann eine Akkreditierung dann das Vertrauen schaffen, das die Kunden in die Produkte benötigen? Zudem müssen wir natürlich auch unsere eigenen Prozesse in der digitalen Qualitätsinfrastruktur zukunftsfähig machen. Auch unsere Kunden, also die Konformitätsbewertungsstellen wie Zertifizierer, Inspektionsstellen, Kalibrierlabore, stellen sich ja bereits der Herausforderung und sind mitten in diesem Prozess. So müssen auch die Ergebnisse von Konformitätsprüfungen zukünftig digital bereitgestellt werden. Und hier sind dann Themen wie eine zukünftige DAX-Blockchain oder ein digitaler Kalibrierschein absolut relevante Themen. Der digitale Kalibrierschein beispielsweise dient zukünftig eben nicht mehr nur wie in der Vergangenheit dem Nachweis der metrologischen Rückführung, sondern er ist maschinenlesbar und bietet dadurch deutlich mehr Möglichkeiten als ein herkömmlicher Kalibrierschein. Dieses Projekt ist schon sehr weit fortgeschritten und die DAX nimmt auch Interessensbekundungen in diesem Bereich ab sofort entgegen. Wie Sie sehen, ist also Akkreditierung und Konformitätsbewertung auch und gerade in der digitalen Transformation wichtig. Und die Initiative QI Digital bildet die ideale Plattform, um der großen Verantwortung aller beteiligten Akteure der Qualitätsinfrastruktur gegenüber Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gerecht zu werden. Ich persönlich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem großartigen Team und bin sehr froh, dass wir mit der Unterzeichnung eines Letters of Intent hier den ersten Schritt machen konnten. Vielen Dank, Herr Dr. Fink, und vielen Dank an das gesamte Panel. Wir sind am Ende dieser Diskussion angelangt und ich darf ganz kurz zusammenfassen, was sozusagen die Kernaussagen heute waren. Die positive Nachricht ist, die Zukunft der Qualitätsinfrastruktur ist digital und die wichtigen Player, die wichtigen Akteure haben sich bereits auf den Weg gemacht. Herr Dr. Panne, Sie haben es gesagt, Sicherheit macht den Markt. Es ist kein Selbstzweck, sondern wir tun es für die Wirtschaft. Und deswegen auch der Appell noch einmal, den ich von Herrn Winterhalter aufgreifen darf, machen Sie mit, alle Akteure aus der Wirtschaft, auch die KMU, beteiligen Sie sich, gestalten Sie dieses System mit, denn das ist jetzt das, was wir tun müssen, die Ärmel hochkrempeln. Und wir haben Sie hier in diesem Panel, denke ich, haben wir Sie schon hochgekrempelt. Deswegen ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das sind gute Aussichten für ein Made in Germany digital in der Zukunft. Und ich gebe ganz pünktlich an das BMWI zurück ins Studio in Berlin. Lieben Dank, Frau Horn. Lieben Dank, die Herren, in dieses wirklich spannende und interessante Panel und dieses spannende Feld, was uns in den kommenden Jahren sicherlich weiter begleiten wird. Und normalerweise, um nochmal den Brückenschlag zu leisten zu einer analogen Messe, wäre es jetzt so, dass Besucherinnen und Besucher der Messe auf Sie direkt zukommen, wahrscheinlich mit einem Kaffee in der Hand an der Kaffeebar und Sie weiter löchern würden zu genau diesem Thema. So etwas Ähnliches wollen wir auch digital anbieten, nämlich hier im Ausstellungsprofil des BMWI. Sie finden dort alle Ansprechpartner und können eben auch dort Termine vereinbaren, wenn Sie also weitergehende Informationen gerne hätten oder auch die Links zu den jeweiligen Instituten, dann finden Sie die dort. Wir machen gleich weiter und zwar in einer guten halben Stunde um 14 Uhr mit dem nächsten Stream und bleiben thematisch im gleichen Bereich. Es soll weiterhin um die Digitalisierung gehen. Wir wollen Ihnen die Digital Hub Initiative vorstellen, die zur Transformation Deutschlands zum weltweit führenden Digitalisierungsstandort beitragen soll. Ebenfalls ein spannender Slot und da hoffe ich, dass Sie mit dabei sind. Bis dahin, liebe Grüße aus Berlin.